Liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf der Segeljacht Maratini. Wir wollten mal ein Lebenszeichen geben von uns. Wir haben uns lange nicht gemeldet, haben aber schon ein paar Seemeilen geschafft, sind ja seit gut 5 Wochen jetzt unterwegs und sind jetzt angekommen. In Figueira da Foz in Portugal. Ja, und wir mussten uns natürlich auch erstmal hier so ein bisschen zurechtfinden in unserem neuen Leben und sind eigentlich immer noch dabei. Es ist ja so ein Wahnsinnsprozess, ja, sich hier einzuleben, einen Alltag zu finden mit allem, was man auch so zu Hause macht. Keine Ahnung, Kinder, Wäsche waschen, abwaschen, aufräumen, segeln. Also irgendwie so eine Art Bordalltag hinzubekommen. Dafür haben wir wirklich lange gebraucht und es ist doch immer irgendwie auch anders. Und ja, deswegen haben wir gedacht, vielleicht schaffen wir das jetzt mal. Mira, unsere Kleinste, die schläft jetzt gerade und wir nutzen diesen Moment der Ruhe einfach mal so ein bisschen aus. Ja, ich glaube, wir haben in diesen 5 Wochen irgendwie genau 3 Segeltage gehabt, oder? Ja, ein bisschen mehr waren es schon, aber 3 so richtige. 3 richtig gute, jetzt die letzten 3. Das war richtig großartiges Segeln mit Wind von hinten und schön 2-3 Meter Welle und 7-8 Knoten ständig gefahren. Das war großartig. Und jetzt sind wir im Flow, ab jetzt wird es besser. Ja, ich bin sicher. Also den Rest mussten wir wirklich alles Motoren, weil entweder war gar kein Wind oder zu viel oder aus der falschen Richtung. Und das war wirklich super anstrengend. Wir hatten ganz viel mit Seekrankheit zu kämpfen. Hier Roland vor allem, Matti, dann Mira und ich werde zum Glück irgendwie gar nicht seekrank. Warum auch immer. Was natürlich für uns total vorteilhaft ist, ne? Dass immer einer dann auch unten rumkribbeln kann. Und ja, wir haben es geschafft, dann von England aus die Biscaya zu überqueren. Mein persönlicher Albtraum. Da gibt es aber nochmal einen extra Film dazu. Und genau, dann sind wir in Spanien angekommen, an der Küste entlang. Vielleicht da nochmal eine ganz kurze Episode zu den Orca-Walen. Ich weiß, dass es diese Geschichte auch in die Ostsee-Zeitung geschafft hat. Unser lieber Freund Volker Stein versorgt uns immer mit News. Ja, also wir waren eigentlich ziemlich nah dran an den Orcas, aber zum Glück hatten wir keine Berührung. Ja, wir waren genau da, ne? Genau nördlich von A Coruña, wo die aufgetaucht sind. Und als wir dann die Biscaya überstanden hatten und in den Hafen einliefen, da kamen auch gleich 2 Fischer an, mit denen ich mich hier unterhalten hatte. Und die haben uns das gleich gezeigt, die Videos dazu, und dass das genau hier gewesen sei in der Bucht und dass wir doch totales Glück gehabt hätten und so weiter. Das habe ich Krischi erstmal nicht erzählt. Das haben die uns gezeigt, nachdem wir mit dem Dinghy abends in dieser Bucht umhergeeiert sind. Ja? Und dann erzählen die mir sowas, dass da Orca-Wale umherdonnern und Segelboote angreifen. Und unser kleines Dinghy hätten die wahrscheinlich mit links verspeist. Aber das ist ja kein Segelboot. Naja, jedenfalls. Also wir haben dann aber auch noch deutsche Segler im Supermarkt getroffen. Die wurden angegriffen tatsächlich. Gleich nachdem sie, glaube ich, die Biscaya auch überquert hatten. Und die Dinger gehen wirklich auf die Ruder und also die machen wirklich die Schiffe richtig kaputt. Und als wir dann aus A Coruña losgesegelt sind, fragte mich auch eine Frau, ob ich nicht Angst hätte vor den Walen, gerade mit Kindern. Oh, da war ich natürlich auch schon wieder sehr skeptisch. Aber zum Glück sind wir los, weil mittlerweile haben die dort diesen Küstenabschnitt für Segelboote unter 15 Meter gesperrt. Das heißt, wir wären dann einfach nicht mehr weggekommen. Das wäre für uns natürlich sehr unvorteilhaft, weil wir einfach jetzt natürlich weiter wollen Richtung Süden. Und ich möchte diese Viecher auch nicht sehen. Was wir relativ oft sehen, sind Delfine, was total schön ist. Und darüber freuen wir uns halt immer wieder. Ja, und wir müssen einfach jetzt weiter, weil auch wir sitzen natürlich jetzt hier in der Sonne, aber es ist schon relativ frisch, oder? Der Wind ist frisch, ja. Also sonst ohne Wind sind es 20, 22 Grad, aber mit Wind ist es halt schon frisch. Ja, wir wollen mal runter an die Algarve jetzt möglichst schnell, so 3-4 Tage noch, dann sind wir da und da soll es irgendwie warm sein. Ja, Corona-mäßig müssen wir auch schauen, wie weit wir dann kommen. In Spanien war es sehr krass mit Maskenpflicht, die saßen teilweise am Strand mit Maske oder auch die Angler, die alleine gesessen haben, haben eine Maske auf. Hier in Portugal läuft niemand mit Maske rum. Das ist halt super unterschiedlich und unser Ziel ist natürlich die Karibik und da müssen wir einfach gucken, ob wir da überhaupt dann hin können, ob das überhaupt funktioniert oder ob wir uns einen anderen Plan machen müssen. Ja, wegen Corona. Wegen Corona. Ansonsten ist es mit Kindern super anstrengend. Ist es natürlich aber auch zu Hause, war es das auch. Ist ja klar, und jetzt haben wir sie halt rund um die Uhr. Keine Oma und Opa da. Das fehlt schon irgendwie so ein bisschen. Aber die Kinder sind halt super glücklich, dass sie die ganze Zeit bei uns sind. Und ja,
wir auch natürlich super viel mit denen machen. Wir sehen meistens nichts aus den Städten, sondern suchen immer gleich einen Spielplatz, weil die nach einem 8-Stunden-Segeltag auch natürlich rum sind und sich bewegen wollen, wie man hier merkt. Ja, aber das geht eigentlich ganz gut. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr stolz auf unsere Kinder, dass die das so gut machen. Und ja, wir müssen uns auch immer mal wieder finden. Aber ansonsten ist das schon ein sehr anderes Leben hier. Danke. Sehr einfaches Leben, sehr runtergebrochen. Und auch daran ohne Luxus. Ohne Luxus. Und daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen, dass es einfach so ist, wie es ist. Und gar nicht so einfach. Also es ist jetzt in dem Sinne kein Urlaub, sondern einfach unser Leben hier. Und so ein bisschen davon wollen wir euch immer zeigen. Guck mal ein bisschen ran. Das heißt, wir wollen euch mal so ein paar Updates geben, also wen es interessiert, dass wir jetzt regelmäßiger einfach mal ein paar Berichte machen. Vorausgesetzt natürlich, wir haben WLAN und Datenvolumen, dass wir das hochschicken können. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit unserem ersten Film, dass ihr erstmal wisst, Mensch, wie war das, als wir angekommen sind, was haben wir da so erlebt. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht so wöchentlich mal ein Update geben können. Viel Spaß. Seid ihr bereit? Ja. Oder seid ihr müde? Die Kunst besteht darin, mit kleinem Gepäck zu reisen. Kleines Gepäck. Ja. Unsere liebe Freundin Anne Carsten hat uns nach Hamburg zum Flughafen gefahren. Wir starten nicht vom Wismarer Hafen. Unser Schiff liegt bereits in Plymouth, Südengland und wartet dort auf uns. Ronald hat das Schiff mit Freunden bereits im August überführt, einfach aus zeitlichen Gründen. 2 Wochen hat die Überfahrt gedauert, als Familie hätten wir deutlich länger gebraucht. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir das jetzt geschafft haben, Krischi. Dass wir beides geschafft haben, jetzt hier endlich loszusegeln. Und ja, ich wünsche uns einen wunderschönen Turn. Jetzt erstmal eine Woche lang mit Anne, Keno und Steffen. Und dann geht es noch eine Woche weiter und dann hoffentlich bald auch mit unseren Kids. Boah, immer handbreit Wasser und so weiter, was man so Schönes sagt. Und vor allen Dingen gutes Wetter. Nicht zu viele Stürme. Wir sind eine Familie. Wir wollen das halbwegs ruhig halten. So wie jetzt. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich ideal. In dem Sinne. Ein Becher auf Rasmus, lass es dir schmecken. Zum Wohl, schöne Seite weiter. Beim Check-in gleich der erste Hinweis, dass etwas mit meinem Reisepass nicht stimmt. Okay, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Gleich die erste Katastrophe. In meinem Reisepass steht immer noch mein alter Name, Schurbaum, und nicht Fethke. Und wir reisen ohne gültigen Reisepass von Krischi. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil es erste Abenteuer. Das bedeutet für mich, dass ich im Ausland eine deutsche Botschaft oder ein Konsulat aufsuchen muss, um einen neuen Pass zu bekommen. Die Kinder waren aufgeregt, ihr erster Flug, den sie sehr gut gemeistert haben. Nach 1,5 Stunden sind wir gegen 20.30 Uhr auf dem Heathrow Airport angekommen. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Wir sind jetzt hier beim Terminal 4. Hier sollte irgendwie unser Hotel sein. Hier ist kein Mensch. Hier ist kein Mensch außer 2 Schreihälsen und uns. Ich weiß nicht, wo wir hier sind und wo hier ein Hotel sein soll. Keine Ahnung. Wir sind jetzt seit über 1 Stunde. Auf diesem Heathrow-Flughafen umhergeeiert und ja, müssen jetzt erstmal schauen, wo wir jetzt endlich mal ins Hotel kommen. Keine Ahnung, bitte mal. Direkt vor dem Hotel war übrigens die Bushaltestelle. Wir sind nur eine Station zu früh ausgestiegen. Am nächsten Tag holen Matti und Ronald unseren Mietwagen ab, fuhren mit dem Doppeldeckerbus aber in die falsche Richtung. Sie bemerkten es erst, als sie fast im Londoner Zentrum waren. Es ging dann los nach Plymouth. Knapp 3,5 Stunden werden wir dafür brauchen. Vorbei an Stonehenge und mit 4 Pausen. Alle waren froh, als wir endlich auf dem Schiff angekommen sind. Die
Es konnte nun losgehen. Zeitdruck hatten wir, weil wir schnellstmöglich über die Biskaya müssen, um nicht in die Herbststürme zu gelangen. Aber erst einmal das Dinghy starten. Irgendwie gar nicht so einfach. Der Motor streikt. Die Kinder sitzen bereits seit einer halben Stunde in ihren Schwimmwesten. Handbuch lesen, zweiter Versuch, es funktioniert. Jetzt fahren wir einkaufen auf dem Seeweg. Okay, folgende Szene. Wir waren einkaufen und eigentlich lag das Dinghy hier vorne, da. Und jetzt ist aber die Flut gekommen. Und wir haben es irgendwie doof festgemacht und jetzt ist das Boot abgetrieben und wir kommen da nicht hin. Ich krieg die Krise. Und es ist irgendwie schon abends 19:30 und die Kinder sind total dingelig. Oh, Gott, yeah, our boat is over there. It's our boat. Wir gehen einkaufen, ne? Mit unserem Dinghy, Martine. Und was machen wir? Wir machen es hier unten fest. An einem Stein. Den hat übrigens die Mama vorgeschlagen, den Stein. Und dann steigt das Wasser und das Dinghy löst sich und ist irgendwie super abgetrieben. Wahnsinn. Wir waren nur eine halbe Stunde weg. Nein, wir waren über eine Stunde weg. Wir waren vielleicht eine Stunde weg. Und jetzt, ja, oh Gott, zum Glück war dieser Mann da, sonst wären wir jetzt nicht zugekommen. Das ist doch Quatsch. Und überhaupt, dahin geschwommen. Nein, du wärst nicht dahin geschwommen, natürlich. Nicht in diesem Brackwasser. Guckt euch das mal an hier. Tut einfach nichts, sondern das Schwimmen. Absolutes Brackwasser. Mama wieder, ne? Die muss mal aus einem Drama machen. Ja. Geh mal zu Mama. Hier, Mama muss aus einem Drama machen. Mama muss auf allen Drama machen. Hm, passt mal auf, ist gut, dass ich die Drama Queen bin. Wenn was ist, kommen alle immer zu Mama. Ne? Mama! In Plymouth ist auch gleich noch ein Wasserschlauch gebrochen. Es hat einen Tag gedauert für die Materialbeschaffung und Reparatur. Wir können uns dann auf den Weg nach Falmouth machen. Von dort aus wollen wir unsere Biskaya-Überfahrt starten. Damit wir uns alle an das Schiff und Wind und Wellen gewöhnen, machen wir kurze Turns mit Zwischenstopps in wunderschönen Ankerbuchten wie hier in Polperro. Wie war unser erster Segeltag heute? Gut. Und Vogel jetzt? Vogel und Rot. Hast du schon? Ich bin dran. Unsere Kinder, Matti 4 Jahre alt und Mira 2 Jahre alt, waren vorher erst ein paar Mal auf unserem Schiff. Eine absolut ungewohnte Umgebung. Alles wackelt und schaukelt und viele Bewegungen sind fremd. Wir machen ganz viel mit den Kindern, damit sie sich wohlfühlen und ankommen in ihrem neuen Zuhause. Lieblingsbettwäsche und Kuscheltiere sind mit dabei. Matti versteht schon, dass wir nun auf dem Schiff leben. Mira weiß gefühlt noch gar nicht, wo sie ist und was wir hier machen. Beide genießen aber die viele Zeit mit Mama und Papa. Kommst du bitte raus? Kommst du bitte raus? In Falmouth bleiben wir nicht lange. Nach einem bezahlten Telefonat mit der Wetterwelt in Kiel sollen wir so schnell wie möglich los. Ein Hoch über der Biskaya klingt ab und die Prognose zeigt ein Tief aus Richtung spanisch-portugiesischer Küste. Was bedeutet Wind und Wellen direkt von vorne? Nicht gut. Also Wäsche waschen, Einkäufe, Diesel tanken, Kinder bespaßen. Noch in der Nacht geht es los. Wir haben uns so entschieden, damit wir einen kleinen Puffer haben und entspannt über die gefürchtete Biskaya kommen. Was uns dann erwartet und wie sich 3 Meter Welle auf der Biskaya anfühlt, seht ihr in der nächsten Folge.
Oh hier, wir segeln hier gerade auf Karenzmännern. Wir segeln hier gerade auf Karenzmännern. Wir segeln hier gerade auf Karenzmännern. Auf den Karenzmännern.